Calla, por fin. Let me hear what you squared away. Then an arch? Oh, damn. What a beaut. Yeah, got her cheap, too. Dorset job dividend. Hmm. Don't know how you could scrape together enough for that beast. Even used. Well, I took out a loan, but muy pequeñito. But I mean, it's totally worth it. I'd swap out that tailpipe if I were you. Really? Why? It's got a mean growl that the chicas just love. What that growl does is tell people a mile out that Jackie's rumbling their way. I'd tinker with the fuel injection, too. Upload a new map, and slap on some thermal tape till you cobble together enough eddies to get that exhaust modded. Hab ich einen guten Ratschlag gegeben, als Tech 7. T-Bug show any sign of life? You two talk? She's up to date, fired up to work with Dex. Preparing already. They're familiar, okay, cool. You know? Worked together before Dex took his break. T-Bug war zwar nicht so ein angenehmer Mensch. So Dex already paid the Maelstromers for the Corpo bot. Thing is, can't be sure the gang goons are still willing to hand it over. He paid up front? Well, whatever. Let's go get this tech. You scheme yet? You got a plan? 10.000, wir kaufen den Bot ab. That shit can go smoothly. This is Maelstrom. Gang world ain't too complicated. Might's right. The strong survive. Either you fuck others, or you get fucked. So, into the Borg Beast den. Los geht's. Let's go see these bastards. All right, let's knock on their door. See if they even open up. I hate these Borg boys. Had to be them. Just a gang like any other, right? Take the Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. You know what they want, how they get it, and what pisses them the fuck off. Okay, wir klopfen erstmal an und reden mit denen. Just never know. Klopf mal an und fragen nach dem Botnet. Let them know we're here. Want to talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. Chill, V. Remember, we're on their turf. So what turf? Want? You got a bot. Model MT0D12. Called the Flathead. And? The hell you care? Guy I represent already paid Brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Tum Tum. Now couch, planet. Okay. Wir reden also mit Dum Dum. Das ist mal keine Aussage, also. Hä? Wo stehst du nicht so hin? Well, shit. Goes for you too. I'll stand. This so fucking hard? Fucking ass on the fucking couch! Make me. Thought you'd never ask. Sit your ass down for a planet bullet in your skull. Jack, sit down. This ain't gonna end well, but... Shit. Well... All right. Come on. Got lined up. Take a hit. Thanks. I'm good. So sehr muss ich der Gang nicht dazugehören, dass ich eine Droge nehmen will. Whatever you say. Das sieht doch nach dem aus, was wir suchen. Here we go. The Flathead. Model MT0.
need to see it. Sue yourself. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor. Das ist doch eine Einwegnutzung, hat es mir gesagt. Wieso benutzen der die jetzt? Dann ist er nicht mehr benutzbar, oder? Lose your lunch. So what you think? Huh. Raven's not the dedicated control unit for a flathead. Of course not. Militech controllers auto-link to Militech systems. I mean, you wouldn't want them tracking their stolen tech back to your hands. Yeah, Raven's our baby. Got improved neural sync and no fucking pesky tracing. You ask me, we gotta sell that shit. Okay. Yep, we'll take it. Free. Sure. Yeah. Let's Und halten Sie sich dran? Brick got it. It's all paid up. Brick got it. I don't see any fucking brick around here, do you? Come on. Can't expect me to pay for this thing twice. And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice because I say you'll pay twice. Mm-hmm. Der mag mich nicht. You want the flathead? I better see some eddies. Hab ich nicht. You already got the eddies for it. What'll offer us a discount? Big one. A discount? Fuck. You know, you never did say who sent you. Never did Doch, say haben who wir. Working for. Dexter Doch, haben wir. That's Ganz am Anfang. Dexter Deshawn. The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica. And he ain't dead. So you're gonna consider my offer now? Ich wollte nicht eskalieren. What? Man kann es also wohl nicht so einfach friedlich lösen mit denen. The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica? And he ain't dead? Nope. He's alive, well, and kicking. He sends his regards. So you gonna consider my offer now? Ja, mein kleiner Elektrofreund. Ey, wenn ich nicht Pistolen. Warum hab ich denn zwei Pistolen in der Hand? Warum hab ich denn immer diese blöde. Ah! Warum hab ich denn jetzt wieder ganz anderes Inventar? Hä? Ich hab doch zwei. Ich hab zwei Pistolen da gab es irgendwie. Grad. Oh, da kommt das Tutorial für Upgrades. Got the set, bot and control. Then let's go. Quicker the better. Let's get out of here. Sorry. Machen wir gleich nach dem Schirrhund die Knie beugen. Hier habe ich noch, bin ich nicht auf dem Weg, wo die Minen sind, glaube ich. Was ist das hier für einen, für eine Liebesschaukel, ey? Lokales Netzwerk. Verbundene Geräte 4. Ausschalten. Remote übernehmen.
Überwachungssystem haben wir jetzt mal deaktiviert, auf jeden Fall. Wo kommen wir denn hier wohin? Dann gebe ich. Hä? Was? Achso, ja, soll hier hochspringen. Logisch. Oh, da ist noch einer. Nee, falsche Tasten. Falsche Taste. Ich hab erst C, dann Alt und aha, zu viele Tasten gedrückt. Och nee. Okay, man stirbt echt schnell auf schwer. Ich dachte, der sieht mich nicht. Aber es war ein bisschen dumm. Ich dachte, der hat einen anderen Blickwinkel. Hallo Bionic! Hallo Bionic! Weiß nicht, wofür der Detonator ist. Ich wollte eigentlich das da unten nehmen. Explosion fehlgestellt. Ist doch der alte Boss, oder? Wieso kann ich hier nicht rein? Öffnen, autorisiert, fehlgeschlagen. Remote-Deaktivierung. Ah! Guten Tag, wer bist du? Brick! Looking a little like we might have saved your skin. Think we'll do a favor, hombre. Jesus, slow down, maybe. I'll get you, but kinda caught me at a bad time. We ever meet again, I'll have you covered. Okay. Okay, wir haben den alten Boss befreit, der gestürzt wurde. Gut, wir kommen jetzt hier raus. Haben wir immer noch Gegner? Oh, das sieht immer noch ein Gegner-Territorium aus. Gebiet feindlich. Das habe ich mir fast gedacht, dass das Gebiet feindlich ist. Nicht ein Ablenkungsmanöver machen, dann müsste er eigentlich da reinkommen. Oder halt hier irgendwo ein Ablenkungsmanöver. Ich würde es lieber da machen. Mit der sich bewegt. Und wir machen ihn nicht tödlich kampfunfähig. Ein paar Leute der Maelstrom gegen brauchen wir ja noch. Wir können ja nicht alle. Können ja nicht alle K.O. hauen.
So, ich hoffe, jetzt glitsche ich hier nicht irgendwie random runter. Du rutschst immer am Ende runter. Aus irgendeinem Grund. Ende rutscht irgendwie immer runter. Was? Du hast zu viel dabei, entferne überflüssige Items aus dem Inventar. Visier drauf. Oh oh. Echt zurück? Oh ne, hier kommt doch ein Boss, oder? Ich habe alle Kopfgeld. Theoretisch sollte ich also Kopfgeld für die alle kriegen. Gucken doch gerade hier nicht hin. Uiuiui. Das ist Trierolläden. Da müssen wir jetzt alle haben. Das soll noch anziehen. Sich also schon ordentlich informiert, ja. Was haben wir jetzt hier noch alles zu looten? Hier war noch jede Menge Lootkram, den muss ich mitnehmen. Und ich habe damit, glaube ich, das Wichtigste hier mitgenommen. Ich glaube, wir sind jetzt dabei, dass wir rausgehen. Und der hat auch seine Waffe weggesteckt. Wie feindlich. Vielleicht doch nicht. Aber wir sind wieder draußen. Da steht mein Auto. No begging, no debt, no corpo strings attached. And the flathead's ours. That's the way to do biz, V. Yup. Sometimes it is, sometimes it isn't. Got lucky today. Well, ain't you a ray of sunshine? But V. It ain't a matter of luck. You decide. Remember that. Um uns teilen. Wow. Wo ist mein Auto hin? Das stand gerade noch hier. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a boat, stray or not. Even then, you go out with a bang, right? Street will talk. Street will remember. Achso, muss ich jetzt auf seinen Ride steigen, glaube ich, nicht selber fahren. What now, Jack? What now? Now I go back. Find Misty. Do something to make me feel alive again. They could have shot us up good back there. No two ways about it. Catch a fight back there, that you wouldn't make it back. Shit like that don't cross my mind. But I am grateful for coming through. Jeder hat Angst, ein Quatsch. Aber ich würde gerne erstmal unserem Ripper Dog Bescheid sagen und die und unsere Dingens die Schulden abbezahlen. Got the buy. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Sure, of course there was trouble. Royce couldn't have given two shits that you and Brick had shaken on. How'd you get him on board? You used the corpo woman? Did it without Militech holding my hand. Didn't want to risk it. So how'd you get that cat Royce to hand over the flathead? Only way I know that Royce works. Brute force. Oops. You got some balls, Mr. B. What about the meet with Evelyn Parker?
still on the to-do list. Mm-hmm. That meat's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Bark will be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. Okay. Level up.